Servus Leute, hier ist wieder euer Boomer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Empire Total War mit den Bayern. Wir bereiten uns nicht mal mehr so auf den Krieg vor. Die bewaffneten Pöbel wollten tatsächlich nicht ihre Hauptstadt aufgeben. Dumme, dumme Leute sind das hier. Deswegen werden die jetzt einfach mal eiskalt wegrasiert. Denn anders wollten sie es ja nicht. Die letzte Schlacht ist immer noch so leicht bei mir in den Knochen. Weil die war einfach sehr lang anhaltend, sehr zäh und sehr... Ja, es war nicht unbedingt das Spannendste, es war ganz lustig anzusehen. Insbesondere mit dem Flitzer, ey Leute. Wenn ihr diese Folge nicht gesehen habt, schaut sie euch unbedingt an. Allein wegen dem Flitzer ist es fast schon wert, die gesamte Folge zu schauen. Es ist einfach göttlich. Es ist einfach göttlich. So, ihr da feuert auf die bewaffneten Stammeskrieger und ihr da lauft einfach mal zu denen nach vorne. Wir kommen ihnen einfach mal entgegen. Und das Ganze ein bisschen schneller, weil das Ding ist eigentlich echt unnötiger, geht's kaum. Oh, die bewegen sich so ganz gemütlich langsam vor. Ja, ich habe meine Linie gebildet, vielen Dank. Zack, 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 zack. Die ganzen Kanonenschneinschläge. Zack, 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 zack. Eine Salve nach der anderen. Hier auch. Bitteschön, Dankeschön. Dort, bevor sie auch nur annähernd rankommen. Hier auch. Zack, zack, bang. Die kommen tatsächlich... fast wären sie in den Nahkampf gekommen. Vielleicht verliere ich ja mal wieder Truppen aufgrund meiner eigenen Mörser. Ja. Das nennt man mal Kampfmoral. Das nennt man Kampfmoral. Sie wollten ja nicht kapitulieren. Nein, ich habe einen Mann verloren. Nein! So. Zack, das war die Hauptstadt. Was? Ja, Hauptstadt, Hauptprovinz. Irokesen-Territorium. Ich habe fast gelesen. Terrarium. Irokesen-Terrarium. Ja, natürlich. Wehpütte? Ja, Mai. Gemeinschaftliche Land, weg. Schamanentor, weg. Armee. Neu aufbereiten. Rekrutieren, brauchen wir nicht. Kopfsteinpflaster. Da, was haben wir da? Ach, das gehört ja alles nur mal zu meinem Territorium dazu. Stimmt, das ist ja hier zu Ende. Aber dann ist das eigentlich, dann ist sogar die Hauptprovinz. Ah, nee, hier oben. Pelzbörse. Das geht ja sogar bis hierhin, aber naja gut, da ist nichts mehr. Warum sollte es auch? Die haben ja nicht sowas wie Bergwerke oder sowas. Haben sie nie gebraucht und werden sie auch nie brauchen. Ja, dann würde... Ja, komm, bereiten wir einfach mal das gnadenlose Ende. Weiter geht es in einer weiteren Schlacht. Denn hier hinten haben wir auch noch so ein paar kleine nette Trüppchen, die auf ihren Einsatz warten. Die sind alle top ausgebildet, die Linieninfanteristen. Alle zwei oder drei Erfahrungsbalken. Aber schade, die kommen nicht zur Verstärkung. Na, schade. Egal. Wieder kämpfen wir selber. Ich habe einfach richtig Laune dazu. Auch wenn ich genau weiß, wir haben... Ja, wir haben gerade jetzt 10 vor halb 11. Für Digitaluhrleser 22.20 Uhr. Es hat Sonntag, wir haben morgen Schule und ja, ich glaube, ich brauche nichts weiteres sagen, außer, dass ich eigentlich noch für eine Woche Call of Duty produzieren müsste. Call of Duty? Moment, was? Wieso ist da... Au! Weg da mit dir. Müsste, also ich brauche es nicht. Ich brauche vielleicht nur ein oder zwei Parts, damit ich dann auf morgen das dann mal verschieben könnte. Aber ich habe theoretisch gar nichts mehr. Ich habe kein einziges Stückchen Material mehr für morgen. Beziehungsweise das von vor 4 Tagen. Ach, sagt einfach am Montag. Ich habe da einfach schlichtweg kein Material mehr und ja, das war's. Mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich hätte eigentlich gar nichts dazu sagen. Op, 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 op. Oh nein, nicht Bob, das war Ob. Ob ist der Bruder. Und der wollte, dass alle Bobs verschwinden.
Mal ernsthaft, Leute. Das war doch echt. Schreibt mal in die Kommentare, wenn es euch auch genervt hat. Diese ganzen Bob-Kommentare, ey. Was Google Plus da gemacht hat, klar ist das scheiße. Natürlich, ich bin auch nicht zufrieden. Aber ist das die richtige Lösung? Ist es dies? Gut, ich habe zum Glück aufgrund meiner noch kleinen Community, klein, aber feinen Community, hatte ich den Vorteil einfach, dass ich solche Kommentare gar nicht bekommen habe. Also von dem her. Aber ich fand es allein schon ätzend genug bei anderen großen YouTubern, das die ganze Zeit zu sehen. Das muss doch einfach schrecklich sein für die, ey. So, Vorsicht, da kommen sie reingelaufen. Zack, 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 zack. So, das waren die ersten. Jetzt stehen wir natürlich direkt vor ihrer Artillerie. Europäer hätten jetzt die Kartätschen eingesetzt, dann wäre es das gewesen. Aber das sind ja keine Europäer, das sind ja schlichte Indianer. Also gehen wir weiter vor, ganz gemütlich. Und feuern sie. Nee, Nerv. Aber die können schneller irgendwie schießen. Habe ich so das Gefühl. Oh, zack, eiskalt die Salven weg. Auf Wiedersehen. Ja, kommt, die Tür ist offen. Hier könnt ihr neue Erfahrungen für euer Leben, beziehungsweise nicht Leben. Seid ihr nicht immer so fanatisch auf das Leben nach dem Tod? Dann kommt her. Mist. Bei dem einen hätte jetzt vielleicht noch der General dabei sein können. So, weiter. Komm, und jetzt. Jetzt jage ich ihn Angst ein. Muhahaha. Feuer! Tak, 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 tak. Ah ja, die bleiben einfach still stehen. Ich meine, warum auch nicht? Man kann ja einfach so auf sie feuern. Oh! Da waren die! Die Schweine! Die wollten sich von hinten an mich ranschleichen. Ja, 35 Mann verloren. Das war ja heftig. Das konnte ich... Das hätte ich niemals ausgleichen können. Das war einfach zu hart. Einfach zu hart. So, ein Magistrat. Oh Gott, die sind ja trotzdem glücklich. Oh, Nahrungsmittelknappheit. Ach du Scheiße. Naja, ich muss aber die ganzen Bauernhöfe halt neu aufbauen. Deswegen. So, dann konvertieren wir euch Lappen mal. Zum richtigen. Ja, wie viel? Ah, ihr seid nicht so viele. Das heißt, ich kann auch gleich sowas wie Webstätten und so aufbauen. Das passt ja. Ja, die da wollen nicht so ganz. Jetzt wollen sie. Muss ich sie denn erst wieder entsteuern? Aber ich brauche die Steuernamen hier nicht. Hier, Leute, 750.000 pro Runde. Das spricht für sich. Das spricht für sich. Ja, die Marine ist immer noch nicht repariert. Hm. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Aber hier haben wir doch noch eine. Mit der können wir doch mal ganz gemütlich hier runterfahren und sie mal blub. Nein, lass den Scheiß. Du bleibst da brav drin. Du fährst dahin und greifst jetzt den Hafen an. Vielen Dank. Fahrt, meine Schiffchen, fahrt! Jo, da sind noch die letzten Überreste. Die tun wir jetzt einfach mal eiskalt blockieren. Vierte Klasse, sechste Klasse, Bomberschiff ist Kiki. Das ist echt nichts. Alter, vor allem, dass die das als Hauptprovinz haben. Das ist die schwächste Provinz, die eigentlich haben. Die haben gerade mal eine Stadt und das halt. Ein Repräsentantenhaus. Aber das war's. Ja, weiter kommen wir leider nicht. Für die Runde. Ein bisschen schad. Ist schon. Aber naja. Darf ich dich denn abziehen? Ja, das finde ich doch sehr nett von dir. Ah, ist auch ein bisschen schade hier drum.
dass hier noch nicht die geteerte Straße ist. Dadurch, dass ich das auch noch nicht habe, kann der auch nicht darum laufen. Ich glaube, es wird aber auch nicht unbedingt schneller gehen. Infrastrukturbau. Ich kann ja noch gar keine dort rekrutieren. Stimmt, weil da habe ich ja gerade gar nichts. Ha! Fällt mir erst jetzt so richtig auf. Die könnte ich einfach mal schnell einnehmen. Das wäre eigentlich kein Problem. Aber da müsste ich hier erstmal rauslaufen. Und das ist halt einfach nicht unbedingt gerade sehr geil. Pueblos. Ach, die haben da hinten das Gebiet eingenommen. Ah, okay. Dann die Mexikaner hier unten. Und das ist alles noch Rebellengebiet. Auch nicht schlecht. Auch das hier unten, Mann. Das sind so reiche Provinzen, ey. Aber die wollen nicht. Piraten. Alter, Piraten, Piraten. Württemberg. Florida, Polen, Litauen. Louisiana, Polen, Litauen. Wir können dadurch auch wieder nicht ganz Amerika einnehmen. Weil erstens mal Württemberg hier ist. Und zweitens Polen, Litauen. Kotz, Wirk, Spei. Aber Amerika ist schon bald besiegt hier, wie man sieht. Fehlt nur noch Annapolis, Williamsburg. Klingt eigentlich verdammt deutsch. Williamsburg. Und, wie nennt sie das? Charleston. Aha. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Überhaupt nicht. Sollte man vielleicht können, kennen, aber naja. Das ist mir relativ wurscht. Ja, was machen wir mit dir? Du bist einfach ein unnötiges Übel, das jetzt neben München steht. Du kannst einfach mal dich symbolisch neben Württemberg, neben Stuttgart stellen. Das wäre möglich. Oh, ja natürlich. Oh Gott, ich bin so blöd. Hier, komm, Hannover, wie sieht's bei euch aus? Scheiß drauf, ich baue da jetzt noch kurz eine Kirchenschule. Und die ganzen Milizen, oh Gott, die könnte ich auch noch alle abziehen, jetzt. Bei euch darf ihr durchlaufen, richtig? Dann lauft mal dahin. Ihr habt ja ein paar Runden Zeit. Du da, Schiffchen. Kannst dich erst nächste Runde bewegen. Gut, dann ist ja egal. Ja, Rom. Rom ist schon so lang bei uns damit dabei. Ah, komm. Der hat ja eh nichts Besseres zu tun. Er kann ruhig hier mal hochlaufen. Der kann hier ruhig mal hochlaufen. Welche Gebiete sind denn noch nicht 100% katholisch? Das hier... Aber das ist schon mal Grund auf. Katholisch. Hä? Was ist denn hier los? Ach, Industrialisierung. Naja, gut. Ja, es sind schon einige Fabriken hier. Also, verständlich. Ganz leicht verständlich. Außerdem die Steuerlast. Ist auch nicht unbedingt das Beste. Aber die Keramikfabrik, das ist schon geil. Ich glaube, das kriegst du nur hier. Das kriegst du nur hier in Jerusalem. Ah, Mann, die ganzen Provinzen, man guckt da gar nicht so richtig hin, weil wir jetzt gerade die ganze Zeit in Amerika sind. Aber die Russen haben jetzt die Maraten schon ein bisschen zurückgetrieben. Muss man jetzt mal doch schon sagen. Hier sind noch laute Rebellen, hier ist Mysur. Wir sind mit den Mysuren echt vor allem historisch befreundet. Vor allem mit England. England haben wir uns kaum beschäftigt mit. Kaum. Das ist echt krass. Ja, hier muss auch noch alles verbreitet werden. Ja, Mist. Ey, das dauert. Das dauert, ey. Es geht hier in Amerika viel schneller. Ja, nächste Runde sind wir fertig. Nächste Runde sind wir... Ja, das sind wir fertig. Ich breche dann mal an dieser Stelle den Ausbau ab. Das hat gar keinen Sinn.
Die sind nämlich dann schon vollständig konvertiert und da wird ganz sicher kein Pfarrer hinlaufen von denen. Genauso wie hier, aber hier ist ja schon, da haben wir ja gar nichts mehr stehen. Was haben wir denn da noch so? Ja, passt, 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 passt. Ja, der Mexikaner hier, was auch immer der da will. Ich frage mich ernsthaft, wo der hin will. Dient der als offensichtlichen Spion oder was? Mann, die ganzen Missionare, ey, boah, verpisst euch, ey. Verpisst euch. Ich kann euch hier echt nicht gebrauchen. Deswegen müsst ihr eigentlich auch ganz schnell weg. Aber naja, gut. Das klären wir in einer anderen Folge. Nächste Folge, ja, genau, nächste Folge werden wir... Alter Schwede. Krass. Nächste Folge werden wir uns vollständig um die Indianer kümmern. Denn da werden wir einfach mal schnell eine Runde Plus draufhauen und egal, ihr seht's ja in der nächsten Folge. Also wieder einschalten. Bis dahin.